Der Hass auf Juden ist zurück im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald. Originaleinträge aus dem Gästebuch der Gedenkstätte und aus Briefen, adressiert an den Direktor Jens Christian Wagner. Tatsächlich erleben wir seit einigen Jahren eine starke Zunahme von Angriffen auf die Gedenkstättenarbeit. Das sind Hakenkreuzschmierereien auf Infotafeln, selbst auf Gedenktafeln haben wir das schon erlebt. Es werden Gedenkbäume für Opfer des KZ Buchenwald abgesägt. Wir bekommen Hassmails, wir werden am Telefon beschimpft. In Hitlers Nazi-Diktatur war das thüringische Arbeitslager ein Ort des Grauens. Fast 280.000 Gefangene aus 50 Ländern hat die SS hier eingepfercht. 56.000 Menschen ließen ihr Leben. Hunderte verbrannten im eigens dafür angelegten Krematorium der Anlage. Über 80 Jahre später wird der Ort erneut geschändet. Neonazi-Schmierereien, widerliche Selfies vor den Öfen, gepostet im Internet. Entgleisung am rechtsextremen Rand der Gesellschaft. Es geht darum, die Gräueltaten der Nationalsozialisten zu relativieren. Ein Beispiel. Wir sehen ja den nicht unbekannten Neonazi Sven Liebig, der in die Gedenkstätte kam und Posts gemacht hat mit geschichtsrevisionistischem Inhalt. Vergesst nicht, heute wieder 22 Uhr in euren Baracken zu sein. Zum Glück wird der europäische Schießbefehl zurzeit noch nicht umgesetzt. Sven Liebig ist ein Rechtsradikaler mit langem Vorstrafenregister. Volksverhetzung, Körperverletzung und Beleidigung. Ein ewig Gestriger im Dauerkriegszustand. Auch vor 3 Wochen in Halle. Wir haben erwartete Gäste von Spiegel TV hier. Und nicht diese Vertreter hier, aber andere. Wir haben schon schlechte Erfahrungen mit Lügenpressevertretern gemacht. Das ist ein Geschmeiß. Und sie haben natürlich Angst vor einer Wende, die natürlich kommen muss und auch kommen wird. Fast wöchentlich hetzt er auf Demos oder mit Postings im Netz. Seine Feinde, die Presse, die Politik, die Geflüchteten oder eben die Opfer im KZ. Hallo, Herr Liebig. Ja, hallo. Wir sind von Spiegel TV. Was wollten Sie denn damals mit Ihrem Post vor der KZ-Gedenkstätte Buchenwald ausdrücken? Wir versuchen es noch deutlicher. Finden Sie es nicht ein bisschen geschmacklos, als Neonazi an einem Ort zu posieren, wo so viele Juden ermordet wurden? Liebigs rechte Gesinnung zeigt sich schon Ende der 90er. Damals marschiert er beim Nationalen Widerstand, einem bundesweiten Netzwerk von rechtsextremen Gruppierungen, die das demokratische System ablehnen. Zu diesem Zeitpunkt ist er auch Teil von Blood and Honor. Die weltweit operierende Neonazi-Organisation ist in Deutschland verboten, weil sie den Rassenkrieg propagiert und eine gewaltsame Machtergreifung anstrebt. Letzten Sommer wird Liebig zu fast 2 Jahren Haft verurteilt. Wieder wegen Volksverhetzung. Er legt Berufung ein. Ich hasse diese Regierung, ich hasse diese Politik. Und ich saß es gesund und motiviert mich seit Jahrzehnten, diesem System Widerstand zu zeigen. Und zwar gerne mit Schlägen und Tritten. Hier greift er im weißen Maleranzug einen Fotografen an. Später wird er dafür wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Andrea Röpke hat das Video bei einer Corona-Demo aufgenommen. Die Journalistin recherchiert seit Jahren in der rechten Szene, kennt den Extremisten Liebig gut. Mittlerweile ist tatsächlich eben fast gar nicht mehr von diesen ganzen rechten Massenaufmärschen wegzudenken. Er spukt darum, er schürt die Stimmung, er schreit darum und hält Reden und versucht wirklich auch über die sozialen Medien immer mehr AnhängerInnen zu gewinnen und sein Mobilisierungsspektrum zu erweitern. Dazu gehört auch der Telegram-Post vor den Toren der Gedenkstätte Buchenwald. Eine Hassbotschaft, die in kurzer Zeit über 1000 Menschen erreicht. Das KZ Buchenwald ist gewissermaßen der Dorn im Stolz auf die deutsche Geschichte. Und deswegen muss man die NS-Verbrechen kleinreden. Man muss die Shoah, den Mord an den europäischen Juden, kleinreden, um fordern zu können, dass wir stolz auf unsere Ahnen sind und dass wir eine großartige deutsche Geschichte haben. Ortswechsel. Das ehemalige KZ Sachsenhausen in Oranienburg. Auch hier finden Mitarbeiter wie Arne Pannen regelmäßig dunkelbraune Abscheulichkeiten.
Hier ist zum Beispiel ein Bild einer Tafel, die markiert die Strecke des Todesmarsches, also die Strecke, auf der die Häftlinge des KZ Sachsenhausen am Kriegsende entlang getrieben wurden und auf der auch sehr viele starben und ermordet wurden. Und diese Tafel wurde mit einem Hakenkreuz beschmiert. In Sachsenhausen können Besucher ihre Gedanken nicht nur ins Gästebuch, sondern auch auf Karten schreiben. Schön ist das nicht, eher obszön. Da steht drauf, wann wird Sachsenhausen wiedereröffnet? Es wäre nötig. Oder Hitler soll wiederkommen. Alle Juden raus. Sieg Heil, Hochliebe der Führer. Auch der Verfassungsschutz Thüringen beobachtet, dass die rechte Hetze an Orten auftaucht, die selbst unter Faschisten lange als Tabuzonen galten. Wir haben einen extremen Zuwachs in den letzten Jahren verzeichnet. Aber das ist das Klassische, was wir aus dem gesamten Bereich der neuen Rechten und der Rechtsextremen kennen. Zuerst mal provozieren, den Diskurs verschieben, nachher so tun, als wenn man es nicht so gemeint hat. Aber im Grunde genommen ist die Nachricht längst angekommen. Und zwar nicht nur bei den eigenen Unterstützern, sondern auch in breiteren Teilen der Bevölkerung. Detmold. In der nordrhein-westfälischen Stadt ist eine geschmacklose Posse um eine alte, freistehende Hofsynagoge entbrannt. Der Eigentümer will das denkmalgeschützte Haus abreißen. Die Sanierung sei ihm zu teuer. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Detmold, Matisjau Kellich, vermutet jedoch ganz andere Beweggründe. Diese Synagoge gehört einem Rechtsanwalt namens Hendrik Schnelle, der ein bekannter Szenenanwalt ist, der rechten Szene, der schon verurteilt wurde wegen Volksverhetzung. Ich zitiere, alle Schwulen müssten vergast werden wie die Juden damals. Und das ist Hendrik Schnelle. Bekannt geworden ist der Anwalt vor allem wegen seiner extremen Klienten. Er vertrat einen der einflussreichsten Neonazis Deutschlands, den Brieffreund von Beate Zschäpe, Robin Schmiemann. Auch sonst umgibt sich der Jurist mit fragwürdigem Personal. Das Unkraut vor dem jüdischen Gebetshaus jätet der völkische Faschist Gerd Ulrich. Der wegen Sprengstoffbesitz vorbestrafte Herr war mal Gruppenleiter der heimattreuen deutschen Jugend. Die rechtsextremistische Organisation, die Kinder in Zeltlagern militärisch und ideologisch drillte, ist seit 2009 verboten. Und es wird noch geschmackloser. Im November veranstaltet Anwalt Schnelle in der Hofsynagoge eine Kostümparty unter dem Motto Halloween. Ein Anwohner filmt das Geschehen zufällig. Was ist hier denn los? Weiß ich auch nicht. Der Mann im Gruselkostüm ist niemand Geringeres als der Anwalt persönlich, Hendrik Schnelle. Ich dachte, das wäre ein Denkmal hier mittlerweile. Verstehe ich nicht. Es sind nur 100 Denkmäler in der Stadt. Hunderte. Ja gut, aber in so einer Synagoge, die ein Denkmal ist, dass man da eine Halloween-Party feiert? Ja, unglaublich, ne? Was alles geht in diesem Land. Jüngste Entgleisung. Nach dem Hamas-Angriff auf Israel lässt Schnelle eine übergroße Palästina-Flagge als eine Art Kunstinstallation in den Fenstern anbringen. Und dieser Rechtsanwalt will dieses Gebäude abreißen, diese uralte Synagoge, und Parkplätze da drauf machen. Ja, das ist natürlich eine reine Provokation. Ich glaube, es geht ihm nicht nur um die Parkplätze, vielleicht auch, aber das ist nicht so entscheidend, sondern es geht aus der rechten Szene wirklich um ein Zeichen zu setzen, jüdisches Leben hat hier nichts zu suchen. Derzeit beschäftigen die Abrisswünsche des Anwalts das Oberverwaltungsgericht in Münster. Dass das Haus noch steht, liegt vor allem am Denkmalschutz. Die Stadt hatte die beantragte Abbruchgenehmigung abgelehnt. Daraufhin ist dann Klage erhoben worden vor dem Verwaltungsgericht Minden. Im Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht hatte die Stadt ihr Interesse bekundet, das Gebäude zu erwerben. Das ist offenbar nicht zustande gekommen. Und jetzt verfolgt der Kläger im Berufungsverfahren sein Anliegen fort, die Abbruchgenehmigung zu bekommen. Und der rechte Rechtsanwalt, was sagt der dazu? Wir sind ein Team von Spiegel TV. Warum ist es Ihnen denn so wichtig, die Hofsynagoge abzureißen? Schreiben Sie mir, ich mache hier keine Statements. Aber sagen Sie doch einmal, warum wollen Sie denn unbedingt die Synagoge abreißen? Schreiben Sie mir Statements. Es geht hier darum, geben Sie mir doch einfach Geld, dann wird's saniert. Das ist aber auch kein Problem. Aber die Stadt hat Ihnen noch ein Angebot gemacht, die Synagoge zu kaufen. Schreiben Sie mir, ich antworte Ihnen schriftlich. Ich bitte, das so nicht zu veröffentlichen. Und bitte betreten Sie mein Grundstück nicht. Danke.
Auf erneute Nachfrage erklärt Schnelle, dass es sich bei seiner rechtmäßig erworbenen Immobilie um keine Hofsynagoge, sondern nur um ein altes Gartenhaus handele. Außerdem sei er, Zitat, politisch so neutral wie die Schweiz. Das ehemalige KZ Dachau. Hier kommt es 2019 zum Eklat, als der Rechtsextremist Nikolai Nierling einen Film über den vermeintlichen Schuldkult dreht. Ich stehe hier vor dem Lager Neu-Dachau. Ich fühle mich nicht schuldig. Geht zu Gedenksteinen, geht zu Lagern, geht zu Tafeln und sagt auch ihr, dass ihr euch nicht schuldig fühlt. Im Anschluss verharmlost der suspendierte Grundschullehrer auf dem Gelände der Gedenkstätte. Den Holocaust wird dafür später wegen Volksverhetzung verurteilt. Die Grenze der Meinungsfreiheit ist im Strafgesetzbuch klar definiert. Also es ist ganz wichtig, dass die Holocaustleugnung nicht unter die Meinungsfreiheit fällt, weil hier tatsächlich Fakten verdreht werden, falsch dargestellt werden, also im Grunde die Unwahrheit behauptet wird. Hier geht es nicht darum, bestimmte Nuancen deutlich zu machen oder bestimmte Ansichten kundzutun, eben die eigene Meinung zu äußern, sondern hier geht es darum, tatsächliche historische Fakten falsch darzustellen. Und darin ist vor allem Nikolai Nierling absoluter Profi. Oder? Sind Sie Holocaust-Leugner? Sie wissen, dass Sie mich jetzt mit dieser Frage theoretisch in eine sehr unangenehme Situation bringen würden. Jetzt müsste ich abwägen, möchte ich jetzt auf Ihre Frage ehrlich antworten, wenn das der Fall wäre? Oder möchte ich lügen? Oder möchte ich die Frage irgendwie umschiffen? Ich kann das anders beantworten. Ein großer Teil meines Bekanntenkreises sagt mir, dass er daran nicht glaubt. Kein Wunder. So gehört zu seinem Bekanntenkreis zum Beispiel Alfred Schäfer, der wiederholt den Holocaust in Frage stellte, so wie hier. Also ich würde mich schämen müssen, wenn jemand mir vorwerfen würde, an so einen Holocaust noch zu glauben. Alfred Schäfer wird 2019 gemeinsam mit seiner Schwester Monika am Landgericht München wegen Holocaustleugnung verurteilt. Denn auch Monikas Geschichtswissen ist mehr als nur lückenhaft. Da waren keine Gaskammern. Das einzige Gas, das benutzt worden ist, war, um die Läuse zu vernichten. Nikolai Nierling ist bei der Verurteilung damals im Gerichtssaal. Die Schäfers für ihn Helden. Das sind Kämpfer für die Meinungsfreiheit, so kann man sagen. Also sie nehmen ja persönliche Repressalien in Kauf. Es ist ja nicht so, dass sie das, was sie tun, tun müssten. Nikolai Nierling ist ein notorischer Unruhestifter. Als der Volkslehrer betreibt er über Jahre einen YouTube-Kanal, agiert wie der Rufberichterstatter der rechten Szene. Seine Themen: Hass, Hetze und die Ablehnung der deutschen Schuld am Holocaust. Und erst dann wird das deutsche Volk frei sein. Vorher nicht. Die rechtsextreme Szene bezeichnet unsere Erinnerungskultur an die Verbrechen des Nationalsozialismus und vor allen Dingen auch an die Opfer des Nationalsozialismus als Schuldkult. Und sie wollen den sogenannten Schuldkult abbrechen. Sie wollen ihn abschaffen. Sie wollen unsere Gedenkkultur völlig radikal verändern. Doch die Verdrehung der NS-Geschichte ist längst in der breiten Masse angekommen. Auch dank der AfD und den Aussagen ihres Spitzenpersonals. Hier zwei bittere Kostproben. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Die Gräueltaten der Nazis zu relativieren hat bei der AfD System. Zur letzten Bundestagswahl bringt die Fraktion Weimar am KZ Buchenwald illegal ein Plakat an. Mut zur Wahrheit ist der Titel in einer Gedenkstätte angebracht. Das kann man ja gar nicht anders interpretieren, als dass uns unterstellt wird, dass wir hier die Unwahrheit erzählen. Und die AfD hat den Mut, die Wahrheit über Buchenwald zu erzählen. Nachfrage bei denen, die es aufgehängt haben, der AfD Weimar am Rande einer Stadtratssitzung. Herr Stöpel? Karl-Heinz Stöpel ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Der muss wissen, wie es gemeint war. Ja. Wir sind ein Team von Spiegel TV. Ich wollte fragen, was meinen Sie denn mit dem Plakat Mut zur Wahrheit? Kein Kommentar, bitte. Glauben Sie nicht, dass in Buchenwald 56.000 Menschen ermordet wurden? Alles okay. Aber was ist denn die Wahrheit? Was meinten Sie? Hat der Holocaust in deutscher KZ stattgefunden? Übrigens, im September wird in Thüringen gewählt. Die AfD könnte stärkste Kraft im Freistaat werden.
Letzte Meldung zum Thema. Am Sonntag vor einer Woche zündeten Unbekannte in Dresden eine leerstehende Halle an. 12 Stunden zuvor hatte eine Wahlinitiative auf der Nachrichtenplattform X dazu aufgerufen, das Gebäude als Gedenkort zu erhalten. Die Halle gehörte früher zum KZ Flossenbürg, wurde von den Nationalsozialisten als Zwangsarbeiterlager genutzt. Noch ist unklar, ob ein Zusammenhang zur Brandstiftung besteht. Der Staatsschutz ermittelt.